Dann gucken wir mal. Wir fangen an. Hautretusche. Und dann gucke ich mal, ob ich da noch im Hintergrund was bereinigen muss oder nicht. Also ich bin jetzt ungefähr auf 260% hingezoomt. Ist natürlich schon extrem. Aber dann sehe ich das ein bisschen besser hier. So nah guckt ja nachher eigentlich kein Mensch das Bild an. Ja, Pixelporno. Pixelschubsen. Naja, hier Herrchen brauche ich nicht großartig hier wegretuschieren oder so. Eigentlich, wenn da nachher eh ein bisschen Struktur auch Hintergrund reinkommt, sieht man das eh nicht mehr. Also nicht mehr so. Gucke ich mal noch wegen Fusseln hier. Oder irgendwelche Flecken halt. Also da können wir ein bisschen weiter weggehen. Hier war noch irgendwas, hier hing irgendwas runter, was auch immer das ist. So, der Fleck machen wir hier natürlich weg. Sieht ein bisschen aus wie so ein blauer Fleck. Und die Dinger hier an den Schuhen, die lasse ich dran. Lasse ich dran. Der Dreck hier auf dem Boden mache ich ein bisschen weg. Wobei, ich mache da ja nachher eh wahrscheinlich wieder Dreck rein. Aber so ein bisschen grob können wir ihn wegmachen. Jetzt mal Haut abpudern. Upsa, bin nur auf 12%. Das ist schlecht. Sieht man nichts.
ich noch irgendwo eine Hand? Warte, hier nur am Hals. Haben wir eine Hand? Nee, Hand sieht man nicht, ne? Nee. Okay. Haut haben wir abgepudert. Was ich jetzt mal mache, schon mal vorne weg. Weil ich weiß, wenn ich jetzt Texturen reinmache, hier außenrum ist ein bisschen arg dunkel, ne? Also ich möchte ja die Lichtführung schon hier so auf die Mitte haben. Es passt schon, dass außen dunkel ist. Aber wenn ich jetzt eine Textur drüber lege, weiß ich, dass es dann auch nochmal ein Ticken dunkler wird. Und deswegen tue ich jetzt schon mal vorbeugend einfach. Außen noch ein bisschen aufhält. Jetzt muss ich nur hier das eine komische Eckle da korrigieren. Machen wir gleich. Einfach so geschwind. Okay. Muss wahrscheinlich nachher später mal gucken. Vielleicht muss ich nochmal die Textur an sich außen ein bisschen aufhellen, je nachdem, was ich jetzt nehme. So, wir speichern das jetzt erstmal geschwind ab. Wo habe ich denn das jetzt zu dem anderen? Ne? Ich hatte das ja auf meine andere Festplatte gespeichert. Weil wir hier, nee, so einen Ordner angelegt, Dark Mermaid und Wonder Woman hier rein. Speichern. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache schon eine Pingelpause. Weil dann suchen wir uns jetzt mal ein paar schöne Texturen aus. Wir müssen uns ja jetzt irgendwas überlegen, was es werden soll. Was von Boden, was von Hintergrund. Boden gehen wir vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie hier. Hätte ich gesagt. Und Hintergrund müssen wir mal gucken. Vielleicht, keine Ahnung, was das für ein Hintergrund war. Ich glaube, ich habe hier zwei oder drei Hintergründe zusammengemischt. Ich habe Wolken genommen. Und da hatte ich noch einer hier mit dieser Sonne, Sonnenfinsternis, was auch immer das ist. Ich glaube, das sind zwei, ja, das sind zwei, ja, genau, Wolken. Diese Sonnenfinsternis oder Mond, was auch immer. Und der Boden. Das war also praktisch der Hintergrund. Es sind drei Texturen gewesen, glaube ich. Und dann habe ich halt noch diesen Staub da. Bisschen so mit reingemacht. Und Regen. Stimmt, hier sieht man ja auch noch Regen. So leicht, so ganz leicht dezent habe ich hier noch so ein bisschen so Regen reingemacht. So. Dann schauen wir mal, was wir so finden. Wir schauen mal, was wir so finden an Texturen. Und zwar... Hm,
gucke jetzt erstmal schön, was hier so liegt noch. Was ist das? Ich glaube, die passt nicht ganz so, aber... Nee, passt nicht. Wonder Woman hat nicht mit einem Drachen gekämpft. Können wir nicht reinmachen. Wir müssen ja eher Hitler reinmachen, das würde passen. Also wenn man den Film kennt, das war ja... Der spielt ja zu der Zeit. Zur Kriegszeit. Mach mir mal hier die Lens Flares auf. Machen wir mal die auf. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Texturen auf. Ah, die ist noch besser, die Lens Flare. So. Nee, Texturen. Eistexturen, nee. Was sind das für Texturen? Okay, nee. Okay, mal schauen, was da ist. Muss mal geschwind an sich groß machen. Ja, jetzt sehe ich es besser. Die da. Machen wir mal auf. Die da. Die da. Ja, die passen nicht, aber... Die sind... Ich muss mir die mal angucken, in groß. Wir machen mal sowas noch auf. Das sieht auch irgendwie spannend aus. Sand. Brauchen wir Sand? Desert? Wüste? Ein Tempel? Nee. Brauchen wir einen Tempel? Das wäre auch mal geil. Die Wüste mit dem Tempel zusammenbauen. Aber passt das zu Wonder Woman? Nee, oder? Mach die mal auf. Rainy Day. Das ist doch... Was ist
ist das von Regen? Das ist doch kein. Na, die sind scheiße. Brauchen wir Totenköpfe? Nee, oder? Da war ich ja schon drin hier, ja. Okay, wir lassen das mal so, weil ich weiß nämlich, dass ich ja. Warte mal, das ist too much, das kann ich schon mal zumachen. Der ist schon besser und der ist auch schon besser. So, wir machen jetzt die Bibliothek hier auf. Ich ziehe jetzt erstmal ein paar Sachen da rein. Danke für dein Raid! Niklas Möller Photography raided my stream with 3 viewers. Niklas, danke schön für deinen Raid. Herzlich willkommen, ihr 3. Oder mit Niklas 4. Ich nehme an, ihr habt auch wieder Bildbearbeitung gemacht. Kleine Runde. Ja, das macht ja nichts. Manchmal sind die kleinen Runden die besten. Aus dem Wald. Eigene und Zuschauerbilder aus dem Wald bearbeitet. Oh, cool. Zuschauerbilder sogar. So, ich tue mir jetzt gerade mal hier die Sachen da reinziehen, damit ich hier ein bisschen Fenster zumachen kann. Weil ich muss nachher gucken. Ich weiß nur nicht, was ich so alles verwenden werde. Machst du ab und zu? Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Nicht schlecht, ja. Ist ja dann auch nochmal was anderes, wenn man sieht, wie sein eigenes Bild oder so bearbeitet wird von jemandem und er zuschaut. So, jetzt wird es hier schon weniger. Dann, ich hasse es nämlich, wenn man zu extrem viele Fenster hier offen hat in Photoshop. Den ziehen wir auch hier rein. Warum nimmt er mir das manchmal nicht jetzt? Also die Lens Flares, wo du gerade gesehen hast, die sind von Krolop und Gerst.
Die gab es mal in so einem riesen Pack. Sind schon uralt. Ich glaube, vor wann habe ich mir die gekauft? 7, 8 Jahren oder so. Eine Zeit lang gab es auch mal so ein kleiner abgespeckter Pack kostenlos. Und ich habe mir damals dann auch Komplettpaket geholt, voller Lens Flares. Das hast du für 10 Euro oder 15 Euro bekommen. Es hat nicht so arg viel gekostet. Und die sind echt gut. Also ich habe die immer wieder mal benutzt. Ich mag die total. Waren natürlich irgendwann so 3, 4 Lieblings-Lens Flares, die man immer wieder benutzt. Aber die finden irgendwie immer wieder seinen Ansatz. Egal bei welchem Bild. Gerade ich finde auch bei Outdoor-Bildern einfach kann man die voll oft verwenden. So. Also wir haben gerade das Bild gemacht hier schon. Und jetzt sind wir dabei. Das ist ein... Also das habe ich nicht heute retuschiert, das gab schon. Habe ich nur als Vorlage, weil wir machen jetzt gerade das. So, aber jetzt brauche ich immer noch einen Boden. Aber wir fangen nämlich mit dem Boden, glaube ich, an oder mit dem Hintergrund. Aber der, ich will jetzt nur spaßeshalber mal gucken, wie das hier ist mit Wüste. Ah, ich weiß nicht. Überzeugt mich noch nicht so ganz. Jeder bekommt das gleiche Ausgangsbild und kann das Bild in einer bestimmten Zeit, 20 Minuten oder so, bearbeiten. Ja, das machen wir tatsächlich schon, genau. Photo Battle. Mit dem Sonnenblenden-Feature in PS. Ah ja, das habe ich auch schon verwendet. Das geht auch sehr gut. Lens Flares in Photoshop erstellen. Nee, da gibt's einen Trick, Niklas. Rendert ihr das doch nicht in ein Bild rein? Wie habe ich das immer gemacht? Ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe mir eine schwarze Pixelebene gemacht. Und da habe ich den Lens Flare in die schwarze Pixelebene reingerendert. Und dann konnte ich die Ebene einfach auf negativ multiplizieren setzen. Weil dann sieht man das Schwarz ja nicht mehr. Und dann kannst du ja sogar den Lens Flare auch einfärben, indem du einfach drüber hergehst und sagst, du legst Farbton oder Sättigungsebene drüber über den Lens Flare und machst eine Schnittmaske, dass sich das nur auf den Lens Flare auswirkt und nicht auf das ganze Bild. Und dann kannst du den Lens Flare noch einfärben, wenn du den zum Beispiel blau, rot, grün, keine Ahnung was möchtest. Und dann kannst du ja auch noch, weil den ja nicht direkt ins Bild reingerendert hast, sondern auf einer schwarzen Pixelebene, dann kannst du ja auch noch von der Größe verändern und alles. Also so mache ich das immer. Da bist du viel flexibler, kannst viel mehr noch damit machen. Ja. Du kannst schon verschieben im Bild. Ich mach sowas zum Beispiel gern. Ich habe mal ein Composing gemacht, da hatte ich so eine Laterne in der Hand. Und da habe ich einen Lens Flare auf die Laterne gesetzt. Und den natürlich noch eingefärbt in so einer Wärmefarbe. Also so ein gerenderter Lensflare in Photoshop. Und wenn der halt auf einer separaten Ebene ist, also wie gesagt, schwarze Pixelebene und die einfach auf negativ multiplizieren setzen, dann kannst du den ja schön verschieben im Bild und an die Stellen hinsetzen, wo du den möchtest. Oder kannst du die Ebene einfach duplizieren. Da hast du plötzlich zwei, kannst hin und her schieben. Das ist dann immer viel besser.
wie wenn man es einfach direkt ins Bild reinrendert. Dann ist er fest, fix und dann kann man auch nicht mehr verschieben und... Also eigentlich simpel, ne? Einfach nur eine schwarze Ebene anlegen und den dann da drauf reinrendern. Genau, transparente Ebene geht nicht. Also wenn du einfach nur eine leere Ebene anlegst, eine transparente, das geht nicht. Weil der braucht eine Pixel-Ebene dafür. Und dann machst du einfach eine schwarze, dann hat er Pixel und dann kannst du rendern. Ja. Schon wieder was gelernt. Eigentlich simpel, gell? Ja, auf die Idee könnten wir eigentlich auch selber kommen, aber ich habe das auch irgendwo mal, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, in einem Tutorial oder so. Irgendwo habe ich das mal gesehen, aufgeschnappt und seitdem mache ich das so. So, ich lasse jetzt mal die Wüste drin, aber vielleicht kann ich es ja irgendwie verwurschteln oder vermischen mit irgendwas. Na, Totenköpfe, nee. Aber ich habe doch hier noch irgendwo, glaube ich, Hintergründe gehabt. Das wäre doch schon mal ein cooler Boden. Der hat so ein bisschen Struktur. Zwar die falsche Farbe. Aber... Und hier der Himmel oder das Ding, der Übergang, finde ich auch geil. Ach so, und wenn wir bei dem Composing jetzt... Ich schalte mal nochmal schön um auf normal. Dieser Übergang von Boden, also hier, zu Himmel, diese Linie hier, die sollte man immer so legen, wie sie hier im Bild auch ist. Ja, da muss man natürlich gucken... Wo fängt der Hintergrund, also wo hört der Boden auf und geht der Hintergrund nach oben? Und zwar ist es ungefähr diese Stelle hier. Das sieht man so ein bisschen an den Schatten hier. Und genau auf diese Linie sollte man dann auch die Linie von dem Bild setzen. Ja, wenn das zu hoch ist, hier... Warte, ich mach's jetzt wieder mal durchsichtig. Sieht es vielleicht manchmal blöd aus oder wenn es zu niedrig ist, zum Beispiel hier unten an den Füßen, sieht es ja auch unrealistisch aus. Und die normale Höhe wäre so. Ich mache es aber, also einen kleinen Tick höher kann man es immer machen. Stört eigentlich nicht, aber wenn man es zu tief macht, das sieht eigentlich in der Regel immer scheiße aus. Und ich mache es einen kleinen Tick höher, weil ich hier diese helle Lücke hier schließen möchte. So vielleicht, glaube ich. Muss mal gucken, weil wenn ich so habe, ja, ich glaube, ich schließe hier die Lücke. Und dann, ich glaube, die Stelle war ganz gut, wo man hier das hat. Ja, das Bild gefällt mir ganz gut. Also mit der Wüste, weiß nicht. Was man machen könnte, ich könnte die Wüste noch von der Struktur her so ein bisschen leicht mit reinwursteln, aber ich glaube... Ja, manchmal tue ich das tatsächlich machen, dass ich hier verschiedene Bilder ein bisschen zusammenwurstel. Wir lassen die mal noch drin. Wer weiß. Du musst wieder weg, ja. Du musst Schlaf nachholen. Ja, kein Problem. Ich mache heute auch nicht so lang. Wie gesagt, ich muss ja auch morgen arbeiten. Brauche auch Schlaf. Also das Bild wird heute noch gemacht auf jeden Fall. Und dann geht es auch ins Bett. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Danke für deinen Raid. Und ja, man hört sich. Ja, genau. Shirley hat es ja gerade noch geschrieben. Wir machen ja immer so einmal im Monat immer ein Fotobattle. Das nächste Woche Freitag.
19 Uhr geht's los, ja. Ja. Oder mein VOD reinschauen geht auch. Oder beim nächsten Mal, genau. Also mach's gut. Okay. Jetzt haben wir mal hier ein bisschen was, okay. Aber ich finde, ich blende es nochmal aus, dass es nicht irritiert. Also ich finde, der Übergang hier ist auf jeden Fall schon mal schön. Den kann ich echt so übernehmen. Und hier oben wursteln wir dann noch irgendwas anderes mit rein. Da müssen wir uns noch was suchen. Hier nehmen wir nachher natürlich auch Nupsis und Staub ein bisschen mit rein ins Bild. Das mache ich ja immer gern. So, das war das, was wir verwendet haben. Eigentlich könnte ich mir doch das von einem Bild hier rausholen. Warte, ich schiebe es wieder hier rüber, das irritiert mich sonst links. Da habe ich aber drauf gemalt mit dem Mischpinsel. Achso, ich will einen Boden, ich will eigentlich das obere eher holen. Reinholen. Woher kommt denn jetzt eigentlich? Ich kopiere das jetzt einmal mal schön rein. Die Maske löscht man natürlich, weil die stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Weil ich will eigentlich nur noch mal diesen... Ich setze mal schön auf normal. Ja, da hier sieht man das Mischpinsel von dem anderen Bild, ne? Aber was mich hier interessiert, vielleicht das da noch in den Ecken ein bisschen mit reinzubringen und dann halt noch mal das Ding hier. Ist jetzt nicht so schlimm, dass hier die Struktur fehlt. Weil ich gehe jetzt einfach her. Mache jetzt hier einfach wieder ein bisschen. Wie gesagt, das sieht man eh nicht so genau. So. Blend mal das geschwind aus, weil die Kante hier irritiert. Okay. Aber das muss an eine andere Stelle, muss ich verschieben. Bisschen so, ne? So, vielleicht. Ja, das machen wir raus, komm. Okay. Jetzt müssen wir die zwei Sachen miteinander verwurschteln, aber das ist cool, weil das hier nehme ich hier für oben. Und das hier nehme ich hier für den Horizont und für unten. Also hier hast du den Übergang in das obere Bild praktisch. Das verwurschteln wir nachher miteinander. Das machen wir jetzt mal auf jeden Fall, damit es schon mal gut ausschaut. Und dann gucken wir mal. Vielleicht brauchen wir dann für den Hintergrund gar nicht weiter was. Machen wir erstmal das. Dann müssen wir jetzt die Kante hier natürlich oben rauskriegen. Und das mache ich jetzt nicht mit Mischpinsel, das ist klar. Das mache ich mit einer Ebene. Und mit Ausmaskieren einfach. Ich mache einfach hier so ein bisschen einen Übergang, ne?
Jetzt ist die Kante weg. Jetzt gehe ich auf das Bild. Und da nehme ich jetzt den Mischpinsel. Denn, wie man sieht, weil es ja scheiße ausschaut, ist ja hier der Horizont. Und den sieht man hier auf dem Model auch. Und das kann ich jetzt hier wegmachen. Und da muss ich hier unten auch an den Stiefeln auch gucken, wegen Bodenstruktur da. Da auch drüber geht. So. Und die Farbe stimmt natürlich auch noch nicht. Das ist ja voll bläulich und ich will ja vom Farblook nachher auch ein bisschen in Richtung von dem anderen gehen. Das geht ja dann eher so ins, ja, entweder auch so ein bisschen ins Bräunliche oder Grünliche, aber nicht ins Bläuliche. Ne, sondern eher wie das andere. Deswegen müssen wir da die Farben natürlich noch anpassen. So, hier muss man nicht arg viel runter maskieren, weil hier hat das Bild nicht wirklich viel Struktur. Und dann halt hier noch. Da sieht man die Struktur zwar auch nicht wirklich, weil die Stiefel ja sehr dunkel sind. Aber ich gehe hier trotzdem ein bisschen drüber. Ach so. Und das ist das, was ich gemeint habe. Dieser Schatten hier unterm Fuß und hier am Mandel, der ist jetzt immer noch da, ne? Hier, diese Stelle. Sieht man natürlich nicht mehr ganz so stark, weil das Bild ja an sich jetzt mit der Struktur drüber liegt. Aber auch der Schatten hier an dem Schuh ist noch da und auch da. Und man könnte ja sagen, mit Dodge & Burn geht man jetzt einfach auf die Stelle und über die Stellen hier nochmal ein bisschen drüber und dunkelt ab, dann kommt es auch nochmal stärker raus. Aber wir haben jetzt somit den Schatten mehr oder weniger übernommen. Und dieser Schatten hier, der ja auch von ihr kommt, da können wir auch sagen, man geht hier einfach ein bisschen mit Dodge & Burn drüber, dann kommt es auch nochmal stärker raus. Und das werde ich nachher auch machen. Weil das ist wichtig, dass man hier, die hebt ja den Fuß so hoch, dass da muss auch hier ein Schatten sein. Weil ohne Schatten würde das richtig komisch aussehen. Was ich jetzt mache, ist, hier, das gefällt mir nicht. Da gehe ich einfach so ein bisschen drüber. Na? Ja, okay, ich tue nachher noch Farben anpassen. So. Jetzt wuscheln wir noch das andere Bild mit rein. Und da lege ich jetzt auch eine Maske an. Nimm den normalen Pinsel. Der ganze untere Teil, den will ich ja gar nicht haben. Und hier eigentlich auch nicht. Im Grunde will ich ja einfach nur das Helle da in der Mitte haben. Ich kann natürlich hier vielleicht da ein bisschen diesen Übergang drin lassen. Ja, das sieht ganz gut aus, wenn hier was ist. Ach so, was ich jetzt mal geschwind mache, ist, ich gehe mal auf normal nochmal geschwind auf das Bild.
Und ich kopiere mir einfach hier die Struktur hier so ein bisschen drüber. Muss nicht so genau sein, das läuft nachher eh ineinander. Damit ich die Kante hier unten nicht mehr habe. Genau, ich hatte es auf hartes Licht, weil dann kommt es stärker raus, gell? Oder mache ich weiches Licht? Ich glaube, ich lasse erstmal weiches Licht und tue es nachher noch verstärken. Okay. Ah, halt. Wollte ich nicht. Gut. Jetzt tue ich noch das anpassen. In Kamera Raw. Filter. Kamera. Und zwar bisschen mehr Kontrast, bisschen mehr Lichter, bisschen Tiefen zurück, Struktur mal ein bisschen stärker, beziehungsweise bring mehr Klarheit rein. Und jetzt aus dem Blau ein bisschen raus. Diesmal ein bisschen ins Warme. Aber die Farbe müssen wir eh nachher nochmal anpassen. Machen wir hier auch. Kamera. Struktur, Klarheit, Dunst, Kontrast. Okay, weiter. Hier muss ich noch was korrigieren. Das hier. Poesías, cuentos, amor, el amor es tan corto de darte. Ich habe jetzt die zwei Bilder miteinander verbunden. Nos amamos de más, enamorado de tu mirar, tú de otra. Und die Farben stimmen natürlich noch nicht, ne? Porque eres así, ya sé, bebé. Ah, beziehungsweise ich muss nochmal schön zurückgehen. Mir ist schon was eingefallen. Ich wollte ja das hier eigentlich noch ein bisschen stärken.
auf hartes Licht. Jedes hat mir nicht gefallen gehabt, gell? Ja. Und ich hab hier ja noch nicht. Genau, hier arbeite ich jetzt mal nicht auf dem Ding wegen Farblook, sondern da maskiere ich es jetzt hier direkt runter. Ja, Shirley. Ja, mach das, genau, kein Problem. Ich mach das Bild nur fertig und dann gehe ich, dann mache ich Ausschluss für heute. Dann schlaf gut und viel Erfolg morgen. Noch ein kleines Gefummel, um jetzt hier die Lichter anzupassen und die Farben anzupassen. Aber das kriegt man hin. Ich könnte ein bisschen höher. Der Grund, warum ich das Bild jetzt hier runter mal mit einer Maske und nicht nur mit einer mit einem Mischpinsel ist, weil ich den Farblook jetzt hier eh nicht brauche, weil der noch gar nicht stimmt. In dem Fall jetzt. Und weil das Model so zu stark aufhält, was mir gar nicht gefällt. So. Danke, Shirley. So. Okay. Hier ist uns ein heller Fleck. Jetzt mache ich hier noch eine Zwischenebene rein und zwar muss ich ein bisschen was aufhellen. Und zwar nur an dem unteren Bild. Hier so ein bisschen die Ecken. Und hier an den Schuhen. Oh. Ich würde vielleicht auf weiß umstellen. Ich denke so. Warum sieht man denn nichts? Warum sieht man denn nichts? Genau. Ich habe hier immer noch so einen Schatten hier, der auch immer kommt. Jetzt gucken wir nochmal. Okay, hier machen wir dasselbe Spiel. Und zwar hälle ich hier einmal die Ecken auf. Ich füge ja nachher auch wieder Kontraste hinzu. Und der Teil hier.
Kann ich so ein bisschen nachzeichnen. Okay. Und jetzt mache ich, hoffentlich klappt es jetzt, auf eine Ebene reduzieren. Ja. Ist nachher einfach, wenn ich jetzt Farbanpassung mache. So. Ach, beziehungsweise nein, ich muss noch was machen. Wir gehen nochmal schön zurück. Ja, und zwar tue ich mir nur das hier noch schön duplizieren, lege das hier hoch, dass ich die nochmal habe und jetzt durch die verbinden. Der Grund ist, weil ich das hier noch mal ein bisschen stärker herausheben möchte. Die löschen wir mal, weil die stimmen natürlich hinten und vorne jetzt nicht. Wir machen es jetzt so, wir legen jetzt hier eine schwarze Maske an. Und dann male ich mir jetzt nur die eine Stelle, wo ich ja noch mal ein bisschen stärker haben will, rein ins Bild. Hier. Halt, hier war so ein komisches Ding. Machen wir lieber nicht. Ich glaube, es ist ganz gut. Hm? Muss der Mann noch vorsichtig sein. Ich mach das, glaube ich, lieber nachher separat. Okay. Da. Und jetzt brauchen wir hier die Farbe. Da machen wir jetzt Farbebene, Schnittmaske. Yes! Mal schön gucken. Nee, so ist es nicht, oder? Wohl? Müssen wir spiegeln. Das ist natürlich ein ganz anderer Farblook. Da wird es jetzt schwierig, da ranzukommen. Aber wir haben auch komplett ein paar andere Bildchen gemacht, genommen. Die hatte ein bisschen grün drin. Vielleicht gehe ich hier doch aufwärmen. Da wird es halt richtig krass eingefärbt, aber das ist mir schon zu viel. Das ist mir zu viel. Nee. Gefällt mir nicht.
Ja, das ist jetzt ein Rumspielen. Ein Rumspielen. Okay. Mal speichern. So. Aber bevor wir jetzt nochmal einen weiteren Farbblock drüber machen. Ja, ich muss nicht unbedingt in die Grüntöne, weil eigentlich so ein Braun gefällt mir ganz gut. Wegen dem Mandel auch, ne? Aber es fehlt noch was. Ich will noch was reinmachen. Vorne Texturen. Und da malen wir nachher die Schatten hier unten ein bisschen nach. Wobei, das können wir eigentlich jetzt schon machen. Die ein bisschen verstärken. Da war hier ja noch so ein Schatten. So. Was ich dann auch schon mal mache, ist hier so ein bisschen abdunkeln. So. Okay. Da mache ich nur eine kleine Kontrastanpassung, glaube ich. Aber nicht im gesamten Bild. Sondern nur hier. Weil der Bereich ein bisschen flauer ist wie der Rest vom Bild. Ja, viel besser. Weil da war es ein bisschen flau, da hat ein bisschen Kontrast gefehlt, im Gegensatz außenrum, ne? Deswegen habe ich das jetzt rein ein bisschen korrigiert. So, und jetzt können wir mit der Textur drüber gehen, beziehungsweise ich möchte wie hier auch so ein bisschen Staub reinmachen. Dass es hier unten einfach nicht so leer ist. Da fehlt noch ein bisschen was so um die Füße rum. Also irgendwas muss da halt noch rein.
dass wir nicht nur zwei Bilder eingefügt haben, dass wir nur ein bisschen was reingemacht haben. Deswegen mache ich das immer ganz gern. Ja, das ist es hier. Und dann könnte man noch überlegen, noch ein paar Scratches oder sowas mit reinzumachen. Mal die ich mir jetzt auch einfach rein. Mit einem weißen Pinsel dann. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Ja. Auch hier meine Anpassung. Das glaube ich. Ich möchte eigentlich die Kontraste ein bisschen anpassen von der Textur und die Helligkeit ein klein wenig. Ja, dass sie nicht ganz so krass leuchtet und heraussticht. Ich könnte da nur sagen, mit der Deckkraft kann man ja noch ein bisschen spielen. Hier mache ich es nochmal einen kleinen Tick schwächer hier oben rum. So. Und ich schärfe das ein bisschen nach, beziehungsweise ich gehe jetzt hier mal kurz in Camera Raw rein. Das heißt nachschärfen, also ich mach den Strukturregler drehe ich hoch, dass es noch krasser kommt und die Klarheit. Der Grund deswegen, weil ich nachher wieder einen malerischen Look drauf mache und der macht es dann wieder ein bisschen matschiger und deswegen versuche ich das hier jetzt ein bisschen auszugleichen schon mal. Warte, ich glaube, doch, da habe ich schon malerischen Look gehabt, oder? Bei dem. Oder nicht? Leichten, glaube ich, ja. So wie es ausschaut. Moment, ich muss hier wieder zurückgehen. Gut. Ich glaube, an der Stelle am Fuß muss ich es noch ein bisschen wegnehmen hier. Aber es ist gut. Es ist nicht zu extrem stark, weil sonst sieht es auch blöd aus. Aber so ohne was sieht es so clean aus. Ich weiß auch nicht, oder? Ich kann natürlich, dass es nicht ganz so krass ist, hier auch mit der Helligkeit ein bisschen runtergehen. Dann wird es ein bisschen dezenter. Ich glaube, so ist ganz gut. Ja. Wer zu stark soll es nicht herausstechen. So ein bisschen halber. Okay. Okay, der nächste Schritt wäre noch, ich wollte ja hier noch ein bisschen außenrum abdunkeln. Ich glaube, das mache ich jetzt diesmal so.
so eher. Kann ich hier auch noch ein bisschen drüber gehen? Da, wo es so hell ist, zum Beispiel. Also, hier oben brauche ich jetzt nicht großartig was abdunkeln. Da ist schon dunkel genug, aber hier unten. Okay. Jetzt fällt mir noch was ein. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Vom Hintergrund könnte man an gewissen Stellen ein bisschen in die Unschärfe noch legen. Ich muss jetzt nochmal prüfen, ob man hier von dem Bereich, also ob man da einfach noch ein bisschen Unschärfe reinmachen. Sollte ich tun, weil das hier schon relativ bisschen, zumindest ein bisschen. Ich mache mir jetzt einfach eine grobe Auswahl. Wir nehmen einfach mal hier ovale Dinge und sag mal hier ungefähr der Bereich. Die Auswahl kann, der muss ich natürlich weich machen. Die machen wir mal auf 300 Pixel. Wir sind schon mal nachher hier eine richtig starke Kante drin, das ist nicht gut. Jetzt machen wir mal nur, da müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier auf dem Hintergrundbild sind. Machen wir nur hier, beziehungsweise dann müssen wir es vielleicht nachher auf dem auch nochmal anwenden. Sehen wir gleich. Gehen mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen weicher. Filter, Weichzeichner einfach. Rauscher, Weichzeichner. Das wäre jetzt natürlich zu übertrieben. Ich habe nur ein bisschen geguckt, ob es funzt. Muss ich gucken, wie stark ich das mache. Ich glaube, so reicht schon, oder? Mama, okay. Okay, hier muss ich gar nicht so arg viel machen. Aber ich mache mal hier auch Sicherheit ein bisschen drauf, wegen dem Bereich hier. Und ich wende es, glaube ich, nochmal an. Nochmal. Ja, jetzt ist es schön in der Unschärfe. Was ich jetzt mache, ist hier, da nehme ich aber das Werkzeug, hier ein bisschen Unschärfe so. Moment. Hier im Vordergrund so ein bisschen Unschärfe. Auch eine weiche Kante. Mach mal die bisschen 200 vielleicht. Filter, Gaussischer Weichzeichner. Ja, das reicht schon. Oh, meine Playlist ist zu Ende. So. Das reicht schon. Hier ist es irgendwie ein bisschen schärfer wie da, ne? Ja.
más que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Okay, aber das sieht hier viel besser aus, weil jetzt sind diese Dinger hier nicht mehr so ganz krass. Ich muss hier unten noch was wegmachen. Nicht so viel hier. Okay. Das ist auch ein bisschen schwächer da nochmal. Ja, das ist immer ganz schwierig, das muss ich, weil man neigt manchmal dazu, hier zu dunkel zu machen. Wenn es dann so arg absäuft. Aber so ist okay. So. Jetzt gucke ich nochmal wegen den Farben. Weil mir gefällt hier unten, irgendwas gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Ich habe jetzt so eine leichte Cross-Entwicklung reingemacht, im Blaukanal. Der Nachteil einer Cross-Entwicklung, es macht hier die schwarzen, also die tiefen Stellen natürlich wieder ein bisschen blau. Aber das ist egal, das korrigieren wir gleich wieder. Beziehungsweise wir probieren da nochmal was. Ich blende es geschwind aus. Und zwar, ich will nur eine Volltonebene drüberlegen. Was mache ich denn? Ich will doch keinen Pfad legen. Ja, ist ungewohnt, dass ich das auf der linken Seite habe. So, halt keine Leere, eine Vollton. So, oder Farbfläche, auch genannt. Und zwar in einem Braunton. Wir können es ja noch verändern. Ich lege jetzt erstmal auf Farbton, Farbe, Luminanz, Farbe oder Farbton. Können wir hier nochmal verschiedene Farben. Einfach nochmal so einen Gesamtfarblook leicht über das Bild legen. Ich gehe natürlich mit Deckkraft runter, weil das ist jetzt natürlich zu heftig. Klar könnte man jetzt hier aussagen, man geht es bis in das Grünliche. Aha. Aber das wollen wir nicht. Ich will eher ins Freundliche gehen. Genau. Das ist auch gering. So 20%. Und aber hier in dem Bereich, weil da war eh schon mehr Braun drin wie unten, da tue ich es leicht ausmaske. Ja, es ist gut. Da kann ich natürlich hier noch mit Farben spielen, ne? Jetzt sieht man deutlich, dass ich es hier ausmaskiert habe. Muss ich nur der richtige Braunton hinkriegen.
Aber der war, glaub ich, schon ganz gut so. Jetzt probiere ich nochmal was. Und zwar gehe ich in den Rotkanal. So wird es fast wie hier jetzt. Boah, aber das kommt irgendwie. Das ist nämlich, wenn man Rot jetzt aus den Brauntönen rauszieht, dann kommt man in den Grünlook. Und das habe ich nämlich damals hier auch gemacht. Ich muss, glaub mal, machen das mal geschwind zu, dann kann ich die zwei Bilder nebeneinander legen. Das macht Sinn bei so Sachen halt. Nebeneinander, nicht untereinander. Aber ich lege jetzt wieder meine Ebenen wieder darüber. Nicht so groß. So. Ja. Ich mache das wirklich zu einem Farblook, weil da passen die einfach wieder zusammen, die zwei. Ne? Man sieht schon. Also ich muss noch eine kleine Feinheit. Hier unten ist noch ein kleiner Tick grüner wie jetzt im linken. Was jetzt das Schlimme ist, aber... Kriegt man mit Deckkraft geregelt oder wenn man es ein bisschen ausmaskiert. Warte mal, warum habe ich die ausgeblendet? Ach, das war die, stimmt. Ja, dann brauche ich die eigentlich nicht mehr, wenn ich jetzt noch den Weg gehe hier. Okay. Dann machen wir jetzt den finalen Look. Und vom Gesicht nehme ich es natürlich ein bisschen runter, weil das darf ruhig warm bleiben. So, ja. Gesicht und Haut und Stiefel.
Ja, 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 ja. Jetzt haben wir's gleich. Genug grün. Ja, ich würde sagen, ja. Ansonsten. Test es nochmal, ich habe nur eine Idee. Ich habe nur eine Idee. Jetzt, wie kriege ich die Farbe? Halt nicht hier. Pick mir. Der pickt mir hier eher blau. Ich jetzt aber mal so. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. Okay. Dann kommt jetzt noch der letzte Schritt. Und zwar gehen wir auf 100%. Weil wir haben ja gesagt, wir machen ja noch so einen leichten malerischen Look drauf. Müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt so krass brauchen. Weil bei einem Ganzkörper ist immer. Müssen wir mal gucken, dass es nicht zu matschig wird. Mach den jetzt mal ganz extrem und dann kann ich die Deckkraft noch runternehmen. Einmal so und natürlich nachschärfen. Nicht zu viel. Okay. Ja, und ich mache den nur ganz dezent, glaube ich, drauf. Ja. Okay. Wir haben's. Speichern wir direkt. Ich muss jetzt nochmal das neue, das andere aufmachen. Denn lass mal nochmal sehen, was wir gemacht haben heute. Esas poses que tú conoces gracias a mi mujer ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, así está, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea.
Und dann ist Zeit fürs Bettchen. Ach, heute lang. Zu viel Ebenen. Zu viel Zeug drin. Gut, ladet auch für eine Festplatte. Sonst wäre es schneller. Also von der externen. So, jetzt machen wir das zu. Das war unsere Vorlage. Und da können wir jetzt hier nochmal sagen. Ich muss ja beide noch als JPEG auch noch abspeichern. Habe ich auch noch nicht gemacht. So, Dele. So, ihr Lieben. Ihr lieben Flitzpiepen. Wir sind fertig. Guck mal, die PSD speichern, die habe ich. Und die hat sie nicht verändert. Das wären die zwei Bilder von heute. Einmal Dark Mermaid und Wonder Woman. Und man hat auch gemerkt, das Rechte hat gefühlsmäßig länger jetzt gedauert wie das Linke. Allein schon die Texturen zusammenzusuchen, ein bisschen, was man so nehmen möchte, ne? Das ist eigentlich das, was an Composings am längsten dauert. Sich so die ganzen einzelnen Texturen zusammenzusuchen, die man einbauen möchte, die miteinander verwurschteln. Und dann haben die Texturen ja noch unterschiedliche Farben, die dann auch wieder nicht zueinander passen. Und dann muss man die wieder anpassen, dass dann allgemein denn der Farblook auch stimmig aussieht, schön ausschaut und so. Und das ist eigentlich das, was bei einem Composing ewig lang dauert. Und jetzt bei dem Bild, bei dem rechten, ja. Also bei dem linken, da war es einfach. Da haben wir einfach nur einen Hintergrund, eine Textur eingefügt und so, die wir eh schon mit so einem Frauenton genommen haben, dass es passt zum Model, also zum Look vom Bild auch, zum Outfit. Ging eigentlich ratzfatz. Und bei einem Composing, sage ich mal so, mit einem Ganzkörperbild einfach, das ist dann schon nochmal ein Ticken aufwendiger, weil dann brauchen wir einen Boden, einen Horizont, einen Hintergrund, keine Ahnung. Da muss man unten gucken wegen Schatten an Füßen und so. Abgesehen von den Farben, wo man aufeinander abstimmt. Und, ja, ist dann schon einiges. Und wir haben ja jetzt hier eigentlich nur links eine Textur verwendet, ein Bild reingewurschtelt. Und rechts waren es ja jetzt nicht viel. Eigentlich drei. Das ist ja wenig. Das ist echt wenig. Also unten der Boden. Da war Gott sei Dank schon gleich mit ein schöner Horizont dran, der, wo mir auch gefallen hat, wo ich gesagt habe, perfekt. Dann habe ich einfach nur noch oben den Himmel damit reingemacht. Aber manchmal ist so, da sind der Hintergrund dann eher drei Bilder. Welchen Boden nehmen, einen Horizont nehmen, einen Himmel nehmen. Das sind aus drei zusammengekuddelt. Oder dann setzen wir vielleicht noch was anderes mit den Hintergrund noch rein. Und dann halt den Vordergrund mache ich ja dann oft so ein bisschen so Scratches, ein bisschen Staub rein oder irgendwas. Ja, oder Lensflares kann man dann natürlich auch irgendwie reinmachen. Alles Mögliche, je nachdem wie viel man reinwurschtelt. Aber ich finde, hier reicht es vollkommen. Ich finde der hier Outfit
ist so detailreich. Also das Schild ist ja echt mega, so mit den Details und so. Finde ich das eigentlich ganz gut, wenn der Hintergrund nicht zu wirr ist. Ich hätte ja jetzt natürlich im Hintergrund auch noch irgendwie ein Gebäude, ein Haus noch mit reinwursteln können oder so, wie der eine Tempel, wo ich ja vorher mal kurz offen hatte. Wäre auch geil gewesen so. Aber das hätte dann wieder von der Wonder Woman so arg abgelenkt vielleicht und so. Finde ich es, glaube ich, ganz gut. Und passt ja auch gut zu dem anderen, das, was ich eh schon gemacht hatte, vor 2 Jahren. Nee, 3 Jahren. Danke, Olaf. Und es ist schon krass. Ich habe ja hier aus beiden Serien damals, die wurden ja 2018 geschossen, die Bilder. Und ich habe ja dann damals 2 so Mermaid-Bilder bearbeitet und 3 so Wonder Woman. Und da habe ich gesagt, oh, irgendwann vielleicht mache ich mal nochmal 1. Was heute dann geworden ist. Und ist dann schon krass, wenn man 3 Jahre später die Bilder nochmal bearbeitet und die dann versucht aber so zu bearbeiten, dass sie zu den anderen passen, weil es soll ja eine Bildserie sein, die man damals vor 3 Jahren bearbeitet hat. Weil ihr kennt es ja, man weiß es ja gar nicht mehr. Was habe ich denn damals nochmal gemacht? Wie bin ich eigentlich nochmal zu dem Farblook oder so gekommen? Und deswegen war das jetzt hier im rechten, also im linken ging es einfach mit dem braunen Look, aber im rechten war es jetzt gerade am Ende schon ein bisschen tricky, dieses Grün noch mit reinzubringen, also tatsächlich so den Look wieder hinzubekommen. Aber ich habe es geschafft, würde ich mal sagen, also wir passen gut zusammen. Ja, das ist schon eine kleine Herausforderung. Das ist was, wo mir sehr wichtig ist. Dass die Bildserie stimmig aussieht. Weil ich sag immer so, man muss jetzt gibt es ja hier von der Wonder Woman gibt es ja jetzt 4 Bilder, von der Dark Mermaid 3. Wenn man die jetzt ausdruckt, also die Wonder Woman Bilder, und die dann auf den Tisch nebeneinander legt, ja, dann finde ich, die sollen einfach alle zueinander passen. So. Weil ich es als gesamte Bildserie mag. Also man muss das nicht machen, ne? Ich hätte das ja auch jetzt komplett ganz anders auch in den Farben bearbeiten können. Geht auch, natürlich. Aber das Bild von der Wonder Woman, das andere, das kam damals, als ich das veröffentlicht habe in Social Media und so. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber ich habe noch nie so viel Resonanz auf einem Bild bekommen. Weil normalerweise kriegt man auf Social Media nicht wirklich irgendeine Resonanz auf irgendeinem Bild. Also Likes kriegst du nicht wirklich und irgendwelche Kommentare oder so auch nicht. Und bei dem Bild, ich weiß es nicht. Mich haben einiges so angeschrieben, angesprochen. Gerade wegen dem Bild damals. Also ganz, ganz komisch. Hätte ich nicht erwartet. Wird jetzt bei dem nicht passieren. Gut. Da haben wir es geschafft. Sprich, das heißt für mich jetzt auch Zeit fürs Bett. 4 Stunden Stream. Wow. Eigentlich würde ich jetzt mit dem Zocken noch anfangen, ne? Und dann nochmal 4 Stunden zocken. Aber ich habe ja wieder Arbeit, deswegen heißt es jetzt schlafen gehen und morgen wieder schuften. Und morgen bin ich nicht online. Ich war jetzt die letzten 3 Tage abends direkt nach der Arbeit nonstop hier am PC. Montag ja hatten wir ja Foto-Battle und Zocken. Gestern war ja Fotografen-Online-Party. Da saß man ja auch den ganzen Abend da in Zoom. Und jetzt heute der Stream. Morgen Abend flacke ich mich aufs Sofa, schaue Netflix.
mach mir einen faulen morgen Abend. Und ob ich am Freitagabend streame, muss ich spontan entscheiden. Kann ich noch nicht sagen, weil ich am Freitag zu meinen Eltern gehe. Meine Mutter hat Geburtstag. Da schaue ich natürlich vorbei nach der Arbeit. Ja, und dann keine Ahnung, wann ich denn heimkomme. Also davon mache ich es abhängig, ob ich da eine Lust habe und so und ja. Das schauen wir dann. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht. Ich bin dann raus. Ich gehe in die Haya. Hat Spaß gemacht. War ja wieder produktiv. Hab zwei schöne Bildchen. Ich speichere die jetzt dann auch gleich noch ab. Aber ich werde mich auf jeden Fall schon mal verabschieden. Und ja, wie gesagt, vielleicht am Freitagabend, ich weiß es nicht sicher, oder dann spontan am Wochenende. Aber der Montag, der ist ja dann auf jeden Fall wieder gesetzt und fix um 19 Uhr. Also macht's gut. Bis dann. Schlaft schön. Style. Fame. She likes fashion.